Wir haben einen Neujahrsvorsatz, und zwar mehr Nachhaltigkeit in Praxis und Alltag zu integrieren. Im letzten Video habe ich mir dafür schon Bambuszahnbürsten angeschaut und heute gucken wir mal, was es für Alternativen zur konventionellen Zahnpasta so gibt. Ich habe ein paar Tabs im Supermarkt gefunden und die würde ich gerne mit euch heute einmal testen. Hi und ganz herzlich willkommen, mein Name ist Tatjana Felkner, ich bin Zahnärztin und auf unserem YouTube-Kanal dreht sich alles rund um gesunde Zähne und unser Lieblingsthema, die Zahnerhaltung. Bevor es jedoch mit dem Video losgeht, habe ich noch eine kleine Bitte. Wenn dich unsere Inhalte interessieren, dann klick doch auf Abonnieren. Und jetzt geht's schon los mit dem Video. Noch so ein bisschen nischig in der Drogerie, wahrscheinlich in Bioläden schon etwas länger bekannt, sind Zahnputztabs. Ich habe die schon mal so, irgendwann tauchten die mal auf. Es gab mal Patienten, die danach gefragt haben, kann man mit diesen Tabs genauso gut putzen? Und es war noch kein Produkt, was ich kannte. Und bis vor einiger Zeit gab es diese Zahnputztabs auch nur ohne Fluorid. Die, die ich aber in der Drogerie gefunden habe, waren mit Fluorid. Und das ist die wichtigste Zutat eurer Zahnpasta, worauf ihr immer achten solltet, dass diese Fluorid enthält. Und jetzt, wo es die Zahnputztabs mit Fluorid gibt, denke ich, sind die vielleicht auch eine ganz coole Alternative, denn wir können den Verpackungsmüll natürlich deutlich reduzieren. Bei so einer Zahnpastatube hat man immer das Problem, es ist zum einen Kunststoff, ja, man kann es nicht recyceln und es bleibt auch immer was in der Tube zurück. Diese Zahnputztabs, die kann man natürlich restlos verbrauchen und auch die Verpackung, ich zeige euch das mal, das sind so kleine Papiertüten, die sind zwar von innen foliert, aber der Großteil der Verpackung ist recycelbar und da drin sind nur die Zahnputztabs. Wir machen mal zusammen eine Tüte auf und gucken, wie das Ganze aussieht und dann würde ich die einmal mit euch durchputzen. Zugegebenermaßen habe ich noch nie einen Zahnputztab verwendet. In Vorbereitung auf das Video habe ich mich natürlich ein bisschen für euch informiert. Die Studienlage ist noch dünn. Es gibt noch nicht so viele Studien zu diesen Tabs, aber ich kann mir vorstellen, dass das was ist, was in nächster Zeit immer interessanter wird, je mehr Patienten mit Zahnputztabs putzen. Also relativ kleine Tabletten. Der Vorteil dieser Tabletten ist, dass wir die wichtigsten Inhaltsstoffe in komprimierter Form haben. Ein Großteil der Zahnpasta ist einfach auch nur Wasser. Wir brauchen natürlich Zahnpasta in einer Form, um die Wirkstoffe, insbesondere Fluorid, in guter Art und Weise auf die Zähne auftragen zu können. Und deswegen hat Zahnpasta aus der Tube natürlich auch eine gewisse Form. Also entweder ist sie gelartig oder pastenartig und ein Großteil ist dort eben Wasser und das ist bei den Tabs nicht notwendig. Dafür nutzt ihr euren eigenen Speicher. Ihr müsst die also erst einmal richtig gut zerkauen und eine gute Emulsion zwischen den Zähnen schaffen, um dann mit der Zahnbürste zu putzen. Und das würden wir einmal zusammen ausprobieren. Alles klar, jetzt testen wir mal die Zahnputztabletten aus. Laut Gebrauchsanweisung ist es ganz einfach, kauen, putzen, ausspucken. Das machen wir jetzt mal. Also ich nehme diese Tablette in den Mund. Schäumt ein bisschen und dann geht's mit dem Putzen los. Okay. Wer unser Video die 5 größten Fehler beim Putzen gesehen hat, der weiß, man soll nicht nachspülen. Deswegen tue ich das jetzt auch nicht. Ich würde euch jetzt mal von meinem Putzerlebnis berichten. Okay, also ich habe ein bisschen was anderes erwartet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Konsistenz so schnell so flüssig wird. Und ich hatte wirklich Probleme damit, das Zahnputztab aufgelöst in meinem Mund zu behalten und dann zu putzen. Auch hatte ich so ein bisschen erst Sorge, dass sich das nicht gleichmäßig auf den Zähnen verteilt. Durch diese sehr flüssige Konsistenz ging das allerdings ganz gut. Also das funktioniert nicht schlecht. Ein bisschen Bedenken hätte ich, durch das Zerkauen der Tablette sind noch ein paar Rückstände zurückgeblieben. Und ich denke, nicht jeder zerkaut gleichmäßig diese Tabletten. Da hätte ich einfach Sorge, dass kleine Partikelchen verbleiben, die zu abrasiv, also zu viel von dem Zahnschmelz wegputzen. Weil man kann natürlich nicht kontrollieren, in welcher Art und Weise die Tablette aufgelöst wird. Bei dem einen ist es vielleicht etwas flüssiger, so wie bei mir. Bei dem anderen ist es etwas zäher. Aber grundsätzlich ging das Putzen recht gut.
Mein Fazit zum Thema Zahnputztabletten: Nachhaltigkeit auf jeden Fall top, Anwendung viel besser als gedacht, dennoch vielleicht nicht für jeden was. Also dadurch, dass sie fluoridiert sind, ist es schon mal eine super Grundlage, die Zahnputztablette. Aufpassen sollte man, wenn man vielleicht sehr empfindliche Zähne hat. Ich kann eben nicht ausschließen, dass vielleicht noch etwas partikeligere Rückstände bleiben, mit denen ich auf den Zähnen zu viel abschrubbe. Und was natürlich diese Zahnputztabs auch nicht leisten können, sind besondere Inhaltsstoffe. Es gibt ja eine riesen Palette an Zahnpasten, die auf besondere Bedürfnisse zugeschnitten sind. Empfindliche Zahnhälse oder Whitening, da sind wir gar keine großen Fans von. Es gibt aber auch Zahnpasten, die besondere Inhaltsstoffe beispielsweise fürs Zahnfleisch bereithalten. Das kann ein Zahnputztab natürlich nicht leisten. Es ist aber eine gute Basis-Zahnputztablette. Die Anwendung war einfach, vielleicht auch ganz gut, mal was für Reisen. Und was uns jetzt noch ein bisschen fehlt, ist die Evidenz. Und dem Ganzen traue ich auch erst dann, wenn ich gute Studien dazu gelesen habe, die mir nochmal bestätigen, du kannst eine Zahnputztablette nehmen. Bis dahin, ich denke, es ist eine gute Alternative, wird aber erstmal nicht mein Favorit sein. Ich hoffe, das konnte euch weiterhelfen, sowohl wie ihr so einen Zahnputztab anwendet, was vielleicht dahinter steckt oder was vielleicht so mögliche Risiken sein könnten. Ansonsten eine tolle Sache und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das schon mal angewendet habt, ein Tab. Vielleicht auch mal dieses Zahnpulver. Ist das ähnlich von der Konsistenz? Oder gibt es vielleicht auch Zahnputztabs oder Pulver, das nicht ganz so flüssig wird, sondern eher so ein bisschen Geleeartig? Ist das irgendwie überhaupt chemisch möglich? Wenn ihr da Ahnung habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und bis bald.